Und direkt geht's weiter. Es geht direkt weiter mit Rosenkreuz-Stilette. Hier in der Iris-Stage, in der Great-Eight-Stage, dritte Iris-Stage. Mit dabei ist der Onkel Wulf natürlich. Wer denn sonst? Servus, Leute. Und der Gegner hat genau schon solche Sprachprobleme wie ich. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass es jetzt 4 Uhr morgens ist. Warum auch nicht? So, wir haben schon 4 Uhr morgens? Ja. Guck mal auf die Uhr. Oder 4.03 Uhr, 3, um genauer zu sein. Als wir angefangen haben, war aber erst 2.30 Uhr. Erst 2.30 Uhr, boah. Ist ja nix. Ist ja auch nix. Um diese Uhrzeit schlafen überhaupt keine Menschen oder so. Nur ich, wenn ich zur Arbeit muss, obwohl dann stehe ich schon fast wieder auf. Na. Tja, wie es aussieht, werde ich mir denn das heutige Schlafen auch an die Backen kneifen können. Warum? Man kann auch um 5 Uhr oder so schlafen. Ja, aber dann schlafe ich bis, keine Ahnung. Ja. 5 Uhr Nacht oder irgendwie. 5 Uhr Nacht, ja, das geht bis überhaupt 5 nicht. 5 Uhr Nacht, genau. Du stehst von 5 Uhr nachts bis 5 Uhr nachts. 5 Uhr abends oder nachmittags, keine Ahnung, was auch immer. Ja, ist doch gut, oder? Eigentlich nicht, da ist der ganze Tag verpennt. Ja und? Morgen musst du nicht arbeiten. Morgen ist frei. Aber ich muss auf den Hund aufpassen. Ja, du kannst so aufpassen. Du kannst ja trotzdem beim Pennen auf den Hund aufpassen, oder sehe ich das falsch? Ist ein bisschen riskant, weil nicht nur, dass der Hund laut ist, vor allem er ist noch ein junger Hund, das heißt, er winselt alle 2 Sekunden herum, will immer raus, zerbeißt alles. Aber nun gut. Geil. Ja, das ist wirklich geil. Ein Hund, der am Schlafen hindert. Ich kann mir nichts Geileres vorstellen. Geil. Vor allem, da ich auch eine totale Schlafhaue bin und immer ziemlich lang schlafe. Geil. Jetzt sehe ich gerade, wie viele Fenster du unten abgegriffen hast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deine Fenster, die du alle geöffnet hast. Fenster! Ja, die ganzen Dinge, wie zum Beispiel das Spiel, dann das Aufnahmeprogramm. Du lenkst dich aber auch gerade vom Kampf. Alter, wenn ich jetzt verliere, dann krieg ich deine Fenster. Da hast du nicht gesehen. Jetzt schieß doch. Das Teil ist groß genug. Alter! Gut gemacht, Spiritia, du kriegst ein leckeres Eis. So, jetzt kannst du deine Fenster erzählen wie, keine Ahnung. Sonst hätte ich die Fenster geschmissen, das hättest du nicht gesehen. Wenn ich aufnehme, habe ich eigentlich nur 2 Fenster geöffnet, nämlich das Spiel und Camtasia, sonst nichts. Aber du hast die unten total viel. Ja, ich habe Durchzug! Durchzug! Logisch! Aber ich nehme einfach mal an, dass das hier das letzte Video ist. Weil, ich sehe gerade 3 Minuten, naja, ein bisschen darüber. Und letzter Gegner. Also. Ja, ist eigentlich schon so gut wie beendet. Es sei denn, du verkackst jetzt nochmal ordentlich. Könnte passieren, da die letzte Iris nochmal die schwierigste ist. Und meine Tochter Spirit hat sowieso manchmal ihren eigenen Willen. Ja, die letzte Iris, es gibt ja noch ihre Drillingsbrüder, ja. Drillingsschwester meine ich. So, 3 Iris. Irisse? Was? Weiß nicht, wie du darauf kommst, aber okay. Ja, weil du gesagt hast, die letzte Iris. Naja, also, wie auch immer. Jedenfalls muss ich jetzt aufpassen, dass meine Tochter Spiritia sich auch ordentlich benimmt, weil sonst gibt's Hausarrest. So. Ganz ehrlich, die Tochter scheißt auf Hausarrest. Ich glaube, das Mann, Spiritia, mach den Papa stolz. Ja, sie macht dich doch stolz. Du kannst auf meinen Elternnamen angeben. Ja, meine Tochter ist so richtig dämlich. Ja, darauf kann ich stolz sein. Oh ja, sie ist auch dämlich. Ich bin klüger als meine Tochter. Ja, geil. Und er denkt sich, wie die Tochter, so der Vater. Man merkt voll, dass sie die Intelligenz von ihm hat. Eigentlich könnte man eher damit angeben, wenn die Tochter klüger ist als das Elternteil. Spiritia, würdest du bitte Deutsch sprechen? Spiritia, I'm an English Let's Player. Spiritia, fuck you. Oder so. Achso, ich sehe gerade, du hast ja kaum Energie abgezogen. Okay, ja, du wirst verlieren. Sag ich dir jetzt schon. Schade, dass ich keine Epic Musik höre. Nun gut, die kann ich mir später im Video angucken.
komme. Jetzt komm hier. Ich hab doch die Scheiße! Verdammte Wichse! Kampf der Töchter. Meine Tochter Iris gegen deine Tochter Spiritia. Jetzt komm schon! Spiritia, bitte, bitte auf uns schleiden. Da, da, da und da. Komm, da. So, sie schießt dahin. Und ich slide da rein. Das ist eine super Idee. Daumen hoch. Bin auf Facebook geliked. Finde ich eine gute Idee. Oh ja. Twitter-Followed, auf Twitch gleich Livestream veröffentlichen. Darüber. Ja, genau. Und mit einem ordentlichen Schiss in meine Toilette. Meine Fresse. Spiritia, mach deinen Vater stolz. Mach einmal etwas richtig. Und bring mal Erfolg nach Hause. Hat sie nicht schon genug Erfolge in den Let's Play gebracht? Immerhin hat sie 8 Bosse besiegt, 2-mal. Zigtausend Endgegner hat sie alle über den Kopf gezogen mit einer Bratpfanne. Dann wird sie diesen einen Endgegner auch noch schaffen. Wird sie nicht. Immerhin ist Iris feige und steckt in einer Kapsel fest. Also, wie wird man ihr mit einer Bratpfanne über den Kopf hauen? Ist ja auch ein bisschen eher. Spiritia, ja, nicht leiden! Spiritia, wie kann man es freundlich ausdrücken? Sie hat eine ganz eigene. Na, ich sehe ja deine Tonspur nicht. Aber nun gut. Ach, egal. Die Leute sind eh schadenfroh, die freuen sich mehr, wenn du dich aufregst. Wer weiß. Ja, immerhin hast du. Was? Keine Ahnung, wie viele Abonnenten. 180 oder so. Weiß ich. Da ich neugierig bin, will ich jetzt wissen. 164. Ja, ich hab die gar nicht so im Kopf, aber ich weiß, dass ich kann. Ich hab sie im Kopf, ich habe eben nachgeguckt. Ah, okay. Hey, doch so viele? Okay. Ja, zumindest mehr als ich. Viel mehr als ich. Und jetzt versag bloß nicht. Was willst du sonst machen? Mich aufhalten? Gut, kannst du eh nicht mehr. Hab gewonnen. Und da geht sie down, die Iris. Oh, armes Mädel. Ja, jetzt heulst du rum wie so ein kleines Mädchen, was du auch bist. Ja, sie verliert mal wieder ihren Haarreif. Baut mal wieder ein neues Schloss. Woher sie auch immer das Geld dafür hat. Von Papa in den Arsch geschoben. Ja, wer weiß, was ihr noch so in den Arsch geschoben wurde. Will ich gar nicht wissen. Hör auf, ihr Geld zu geben. Ja, ich weiß. Überleg mal, wenn du ihr kein... Witz. Doch, aber ich meine jetzt das wegen dem Geld. Wenn du ihr kein Taschengeld gibst, kann sie auch keine neuen Schlösser bauen. Dann gibt es keine neuen Teile mehr, also hör auf. Iris ist doch nicht meine Tochter, nur Spiritia ist meine Tochter. Es sind immer nur die, mit denen ich spiele. Scheiße, das heißt, Iris ist ja meine Tochter, habe ich ihm gesagt. Oh nein, sie klaut mein Geld. Deswegen habe ich kein Geld, aha. Du hast doch vorher kein Geld. Also wenn sie dein Geld klaut und sich damit eine Festung baut, was wird das? Ein Haufen Scheiße? Ganz ehrlich. Also ich glaube, ich habe sie dann irgendwie falsch erzogen. Ja. Aber nur so ein bisschen. Ja, wirklich. Und ich merke gerade, da ist ein Haustier, der Drache. Ja, der ist ganz lieb und zahm, der beißt nicht, der will nur spielen. Da stelle ich mir gerade bildlich vor, dich daneben stehend, mit deinem Haustier, den Drachen, an so einer kleinen Leine, daneben Spiritia. Wäre ein schon lustiges Bild. Ja, ich will es mir gerade nicht vorstellen, weil ich den Drachen nicht an einer kleinen Leine halten will. Doch, dann sagst du einmal fast, der Drache speit gleich Feuer. Dann ist der Onkel Wolf nur mein Häufchen Asche. Ja, könnte passieren. Ja, jetzt ist leider dieses schöne Spiel, oder besser gesagt, dieses schöne Let's Play auch wieder vorbei. Eigentlich schade, aber... Hat ja nicht lang gedauert. Ja, deswegen ja schade. Weil das Aufnehmen macht irgendwie total Laune. Vor allem kriegst du immer ein Lachflash, wenn du mit mir was aufnimmst. Das passiert schon mal schnell, aber wir sind ja noch lange nicht fertig. Es gibt ja noch Rosenkreuz, die Little Freudenstachel, das können wir auch demnächst irgendwann machen. Und Weißsilber und Goldschwert packe ich auch noch alle drauf. Mach dir keine Sorgen, es gibt keinen Grund zu weinen. Und da war meine natürlich andere... Natürlich alles Buster Only. Natürlich. Ohne Energietanks.
ganz genau. Und da war übrigens meine andere Tochter Grolla. Ja. Und meine Tochter Pamela gibt's auch noch und meine Tochter Freudia. Eigentlich sind alle Charaktere meine Kinder, mit denen man spielen kann. Genau wie Mega Man mein Sohn ist. Du hast ja einen richtigen Harem. Ein Harem? Was für ein Harem? Ja, überall Frauen. Warum Frauen? Mega Man ist mein Sohn. Ja, der kann sich verpissen. Ich rede jetzt von Frauen. Meine Kerl, okay, ich habe schon mindestens 5 Kinder zur Welt gebracht. Was heißt zur Welt? Ich bin keine Frau, ich kann keine Kinder zur Welt. Aber ich habe 5 Kinder gezeugt. Mindestens. Vor allem sehen diese 5 Kinder alle anders aus. Ja, vor allem sehen die alle anders aus, genau. Und die wissen nicht mal was von ihrer Verwandtschaft teilweise. Ja, sie morden sich lieber gegenseitig. Genau. Sie dezimieren ihre eigene Familie, ohne es zu wissen. Ganz böse, gib kein Taschengeld von mir. Mit denen sie sich ihre Waffen finanzieren und alles. Ja, Grolla kauft sich ein neues Schwert. Genau. Ja. Get a nice sword. Okay, und das war's ehrlich gesagt schon mit dem Spiel. Da bin ich jetzt mal gespannt, was ich jetzt für eine Zeit habe. Die wird bestimmt nicht so gut sein, also gehe ich eigentlich mal von aus. Eigentlich sollten wir irgendwann ein langes Resümee oder so abgeben, aber einfach mal ein kurzes Resümee. Dieses Spiel ist geil. Punkt. Ja, ein ziemlich geniales Spiel, definitiv. So viel kann ich als Resümee abgeben. Resümee schreibt, also, ich weiß nicht, egal, wie auch immer. Resümee. Ja. Genau, was haben wir denn für eine Zeit? Wer die ist zu scheiße, dann ist es scheiße. Ja, dann wird das First Play abgebrochen und wird alles nochmal gemacht. Ja, ist klar. Moment mal. So. 93, 9, 6, ja, geht eigentlich noch. Okay. Das Gute ist, du hast die Zeit schon gesehen und ich hatte sie noch nicht gesehen. Du hast die Zeit vorgelesen und ich hatte noch den anderen Bildschirm. Weil ich habe ja so eine minimale Verzögerung, aber ich sehe es jetzt auch. Ja, das kann schon mal passieren, dass man hier einen saftigen Delay hat, ja. Oh, Simon, ich muss dir was sagen. Du hast noch eine Tochter. Lilly. Das Vieh werde ich verstoßen. Also mit diesem, zum Glück spielt man mit ihr nicht, weil wenn das meine Tochter wäre, die würde ich sofort, das ist abtreiben. Ganz ehrlich, abtreiben, aber sofort. Nö, das ist nur so eine Art Barbie-Puppe für Spirit, ja. Okay, weil sowas will ich nicht als Tochter haben. Das wird abgetrieben, ganz ehrlich. Naja, wäre schon ein bisschen seltsam, wenn auf einmal der Arzt kommt und sagt, ja, ihre Tochter sieht ein bisschen seltsam aus, weil etwas kleinwüchsig und hat ein paar Flügel, aber ansonsten... Ich meine, kleinwüchsig, okay, geht, aber Flügel, ne. Spätestens da würde ich mir denken, okay... So, du hast ja ziemlich viele Zeiten, sehe ich da. Übrigens ist das hier mein Rekord, kann man jetzt einmal sehen. 59, 38, 27 aufgenommen am 24.03.2014. Ich sehe 1,41, da hast du ziemlich lange gebraucht. Oh, bist du schlecht. Wo siehst du 1,41? Zwei darunter. Ja, da. Ja, das ist... Achso, Story-Modus, ja dann. Das ist keine Ahnung, wann das war. Ist auch egal. Hier, das ist mein Rekord dran gewesen, 59, 38. Ich mache jetzt, schmeiß das Ding jetzt einfach hier hin. Und das ist nicht Rekord, werde ich jetzt nicht als Rekord speichern, aber ich werde es einfach mal als, keine Ahnung, ist egal. Zack, zack, so. Und kurzes Fazit, dieses Spiel ist geil, das Let's Play war hoffentlich lustig. Und noch so als kleine Eigenwerbung, abonniert mich! Ja, ihr könnt ihn gerne abonnieren, wenn ihr euch das antun wollt. Ja, so sieht's aus. der Abonnierknopf ist, keine Ahnung, werdet ihr ja sehen. seinen Kanal könnt ihr finden in der Videobeschreibung, ist bei mir Link drin, wisst ihr ja, ne? Alles klar, okay. Es geht aber weiter, da kommt noch Freudenstachel, vielleicht sogar noch Instant Death Mode von Freudenstachel, mal gucken. Das gibt's auch? Oh, das könnte sehr, sehr lustig werden. Für mich, für dich nicht. Es könnte noch eine Menge geben und ich weiß auch noch nicht, wann das kommt und ob vielleicht nicht vorher erst doch lieber das Normale kommt. Wir werden sehen jedenfalls. Okay. Lasst euch überraschen. Was sind deine abschließenden Worte? Dieses Spiel ist geil. Grolla ist mein Lieblingscharakter. Spirit, der finde ich auch ziemlich nice. Freut mich, dass dir meine Töchter gefallen. Und Lust ist,
Naja. Ist Punkt. Ja nicht meine Tochter. Ich hasse Lustig, ich finde die behindert. Naja. Spiel ist geil, wir sind geil. Punkt. Ja, ich bin der Papa Simon, okay. Damit verabschiede ich mich. Der Onkel Wolf. Genau, das ist der Onkel Wolf, ja, aber ich bin der Papa. Er steht fest, er ist nur ein Onkel. Ich bin der Papa. Das steht schon mal fest. Simon, der Papa. Nur so. Ein Onkel. Genau, so sieht's aus. Ja, vielleicht Partneronkel, wenn du Glück hast. So. Bis zum nächsten Mal. Fertig. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, haut da rein.